Moin Leute, willkommen zur 22. Folge vom Cyberpunk Let's Play. So, wow. Wir müssen hier verschwinden. Warum ist denn so viel Blut? Da ist der Ausgang. Das ist ja einfach bunt. Lustig, dass die ganzen Nebenquests irgendwie gerade automatisch starten schon. Keine Ahnung, wie man das macht. Das Game ist genauso realistisch. Okay. Ich habe ein Auto. Geiles Auto, ne? Habe ich überhaupt nicht geklaut gerade, oder? Ja, sehr bitte, gut. Du hast das Jailbreak-Gerät gefunden. Gute Arbeit und weiter so. Auftrag abgeschlossen. Hey Dell. Womit kann ich dienen? Wie ist es so für eine KI in einer kohlenstoffbasierten Welt? Nicht außergewöhnlich. Es ist eine komplexe Umgebung, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Ernsthaft? Ich finde grenzenloses Scheiß-Chaos zutreffender. Womöglich erkennt nur ein Außenstehender die Schönheit in der fraktalen Architektur, der Struktur von Tod. Okay. Meiner Ansicht nach sind es gerade die chaotischen Elemente, die es dieser Welt ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Ist also ein Fan von Schönheit, oder? Um unter Menschen zu leben, ist es wichtig, eine fundamentale Gemeinsamkeit im Verständnis zu finden. Wahrheit und Gut sind bekanntermaßen spaltende Werte, während Schönheit universell ist. Ich glaube, ich muss los. Natürlich. Auf Wiedersehen. Quests. Wo sind wir? Ist da? Wait, ist er nicht gerade erst verreckt? Ist er der von verreckt ist oder nicht? Und wir jetzt woanders. Mein neues Auto.
Meine Karte ist außer Gefecht. Meine Karte ist abgestürzt, shit. Schon wieder Englisch. Wie? Sieh dir mal den Anhang an und geh zu der angegebenen Adresse. Dort übernimmst du ein Auto von Sergei Karasinski. Damit fährst du dann zu den Tiger Claws. Nur mit dem Auto, nicht mit Sergei. Alles okay. Verstanden. Das hoffe ich doch. Kann ich das ausrüsten? Jetzt. So. Hä? Was ist das denn? Bist du Sergei? Nein. In letzter Zeit kommt es mir vor, als hätte ich ein Neonschild über dem Kopf. Sergei hat die Claws geärgert. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Also gut, gib mir die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffne doch von innen, zur Sicherheit. Der Wagen ist das Geschenk? Ja. Ist nicht einfach nur ein Wagen, aber grob gesagt... Ja. Fahr ihn einfach dorthin und die erledige den Rest. Und vermassel das nicht! Ich verlass mich auf dich! Den? Okay, das sieht interessant aus. Boah, ist das ein langes Auto. So lässt es sich besser fahren. Kein Bock für das, könnte Copyright haben, ist das, Mann. Ich liebe es, dass kein Spiel bis jetzt einen Blinker erschaffen hat. War es rot? Ja, eventuell. Rote Ampeln sind ein Fremdwort. Wir haben sogar eine Geschwindigkeits... Das steht so, wie schnell ich fahre. Ah, okay, komm, wir halten uns wenigstens anderes. Ist da hinten jemand im Kofferraum gewesen? Bin ich mir nur ein oder habe ich da gerade jemanden gehört? Hilfe! Ist da irgendjemand? Ist da langsam fahren, hofft man nicht. Hilfe! Ist da irgendjemand? Hilfe! Ist da irgendjemand? Bring ihn nach hinten. Hast du was für uns? Hat Sergei euch was gesagt, oder? Ja, hat mir gerade die Infos geschickt. Blöder Clown. Lauf zu Shu und sag ihm, das Paket ist da. Also, das war's? Sergei und ihr seid quitt? Nicht dein Bier. Du wirst ja nicht mehr gebraucht. Du stellst keine unnötigen Fragen, wie. Du machst einfach, was man dir sagt. Das ja. Weiß ich zu schätzen. Und deshalb belohne ich es auch. Auftrag erledigt. Street Creed.
Das gucken wir uns jetzt auch an. So, wir brauchen Geld in dieser eine Mission. Ich glaube, dann kriege ich ein Auto, wenn ich die mache. Wie ich das Standard ist ein Bonusfahrzeug. Oh, es ist sogar mal grün. Das Fußgänger ist irgendwie immer grün, wenn du Glück hast. Mein Kind, ich habe eine große Aufgabe für dich. Der Netrunner lebt noch. Aber was mit ihr geschieht, ist eine Frage der Zeit oder deiner Diskretion. Bugbear ist im Net gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, B. Details findest du anbei. Also soll ich ausziehen, weil die Tiger Claws sich hier breit machen? Keine Ahnung, was sie da tun? Halt einfach die Klappe und lass dich nicht blicken. Sie einfach abschießen. Warum rufst du mich an? Ja, wie verdammt nett ich bin. Was ist los? Du willst mich nicht erleben, wenn ich... Nein, nein, alles gut. Okay. What the fuck? Ich dachte, ich bin dann in Sicherheit. Ja. Ach, wo ich wieder bin. Einfach alles zurückgesetzt. Gehen wir da nochmal hin. Versuchen wir es nochmal. Mein Kind, ich habe eine große Aufgabe für dich. Der Netrunner lebt noch. Lass dich nicht blicken. Aber was mit ihr geschieht? Lol, da sind andere Personen. Frage der Zeit oder deiner Diskretion. Bugbear ist im Net gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen verletzt. Es kommt auf dich an. Details findest du anbei. Komm hier. Cool. Wir machen mal eine andere Mission. Ich habe eine große Aufgabe für dich. Der Netrunner lebt noch. Aber was mit ihr geschieht, ist eine Frage der Zeit oder deiner Diskretion.
Wer ist im Net gefangen? Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Aha. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, Bee. Details findest du an Bein. Abfahrt. Das Ding hat ordentlich Power. War zu alt, aber Lenkung hat das nicht. Bremsen auch nicht. Psycho-Attacke gehört. Sogar Maxtech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Ich nehme an, der Psycho ist einer von ihnen. Würde auf Lieutenant Mower tippen. Wie auch immer, die Konzernerin sollte gleich in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Ich weide dich aus! Boah, die bringt mich zum Lecken. Handy. Oh, ich habe noch ein paar Datenfiles. Blablabla, okay. Habe ich das Geld schon? Tatsache. Mission gerade war easy eigentlich. Boah, ist hier unten dreckig. Ja, der Weg, wo ich auch nicht hinfahren kann.
Sprüche hier gezogen. Hey, guck mal. Boah, ist ja krass. Ja, aber an der Stelle beende ich erstmal die Folge. Wenn sie euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr noch nicht abonniert seid, würde es mich freuen, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert. Dann werdet ihr in Zukunft für alle Videos benachrichtigt. Und dann sage ich erstmal bis zu einem weiteren Video. Tschüss.